Yo, servus Leute, was geht? Maxi ist hier und heute gibt's eigentlich, so wollte ich ja noch ein Video oder ein versprochenes Video hochbringen, aber dieses Thema ist mir jetzt um einiges gerade wichtiger, denn es ist ein aktueller Vorfall und ich weiß noch nicht, ob ihr davon gehört habt. Ich werde euch mal einen Link zu einem berühmten YouTuber reinposten, der darüber ein Video gemacht hat, und den Link zu meinen Informationen, den bekommt ihr erstens mal aus meinem Real Life und zweitens mal, es steht ja im Internet, poste ich beides mal rein. Und zwar geht es um folgendes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich finde es ein wenig lustig oder irritierend. Ich wollte mal meine Meinung dazu abgeben und dazu muss ich mal ganz kurz. So. Habe ich auch die Aufnahme angemacht? Ja, habe ich. Das wäre jetzt ein Knaller. Ich weiß nicht, ob viele oder auch einige davon euch gehört haben. Es war irgendwie, ist es hier gerade ganz groß. Irgendwie, also ich habe schon ein paar Videos auf YouTube gesehen zu dem Thema. Nämlich wurden an einer Münchner Schule, eigentlich soll ich das jetzt, ach was soll's, ich will einfach mal meine Meinung dazu abgeben, wurde an einer Münchner Schule, wurde ein Projektarbeit gemacht und da wurden sind 5 Euro abhanden gekommen, nenn ich's mal, also da hat jemand sich auf Pole gemacht und hat die 5 Euro geklaut und ja, die Schüler bzw. Schülerinnen mussten sich dann einer Leibesvisitation ausgeben, das heißt, sie mussten sich ausziehen und es geht im Internet das Gerücht um, dass sie auch Körperöffnungen durchsucht haben, wie den Allerwertesten und so ein Scheiß. Und das sind nur die Informationen, die ich mir bis jetzt gelesen habe. Auf jeden Fall könnt ihr euch ja denken, dass, wenn es mir ein bisschen ein Anliegen ist, dazu etwas zu sagen, und ich auf einem München wohne und auch einfach in der Münchner Schule noch gehe, da könnte man ja meinen, könnte das auf Maxis Schule passiert sein? Das ist durchaus korrekt. Es war aber eine 8. Klasse und ich bin ja in der Abschlussklasse. Das heißt, ich habe davon eigentlich wenig mitbekommen. Bei uns in der Schule geht das nur rum. Die Lehrer, beziehungsweise das Direktorat und die Lehrer bitten uns, beziehungsweise haben uns halt die Gerüchte, also sagten halt, wir sollen den Gerüchten nicht glauben und den ganzen Käse und dass es bis jetzt eh noch nicht wirklich verbreitet ist. Ja, dann komme ich heute nach Hause, google den Fall mal und finde 1 Milliarde Internetseiten, YouTube-Videos dazu schon von relativ berühmten YouTubern. Ich finde das ein wenig lustig, weil es ist so ein Vorfall, der mir, also was heißt mir passiert ist, ich war an dem Tag in der Schule, ganz gediegen und ich finde es vollkommen übertrieben. Ich bin ein Gay, ja. Man sollte nicht in meine Aufnahme quatschen, weil ich spiele immer gute Gameplays. Auf jeden Fall, für 5 Euro finde ich es ein wenig sehr überzogen, da, 5 Euro, da petze ich nicht mal meinen Lehrer, da schlage ich einfach irgendjemanden oder so, weiß ich nicht. Also normalerweise klaut bei uns niemand was und, für 5 Euro ja jetzt gleich die Polizei zu kommen lassen, finde ich ein bisschen zu übertrieben, aber klar, die Lehrer müssen ja ihre Maßnahmen durchsetzen, damit sie denken, dass sie uns erziehen können. Die Lehrer werden irgendwie auch immer frecher, die denken immer noch, dass sie Autorität haben, finde ich immer noch sehr witzig. Und, wo war ich jetzt? Genau, und für 5 Euro sich da die Polizei zu holen, geschweige denn, dass sich die Polizei dann solche Maßnahmen ergreift, wie angebliches, es stimmt wirklich, dass sie sich ausziehen mussten, aber das mit den Leibesvisitationen und den Körperöffnungen durchsuchen, das ist, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber da es ja bei uns aus erster Quelle kommt, ist es definitiv nur ein Gerücht, das kann ich mit gutem Herzen bezeugen und so gesehen könnte ich jetzt quasi den ganzen großen YouTubern mal, ich weiß nicht, nein, das würden die eh nicht machen, ich würde es ja als Video einfach posten, aber man wird ja hier eh nicht genommen. Also es sind alles nur Gerüchte, ich gehe auf die Schule, wer das wirklich verfolgen möchte, ja, Facebook-Account steht definitiv nicht in der Beschreibung. Ich würde mal sagen, ihr müsst mir einfach glauben. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche Namen preisgeben oder beziehungsweise ja, irgendwas sagen, dass ich jetzt wieder Ärger bekommen könnte. Denn das wäre dann doch doof. Und ich will einfach nur so eine kleine Meinung davon abgeben. Also ich finde es echt überzogen. Und so mitten im Geschehen zu sein, das tut einem schon ganz gut, weil dann entfallen dann doch irgendwie mal 2 Stunden einfach so. Weil die Lehrerin irgendwie zu der Sitzung mit der Polizei muss. Und dafür entfällt bei uns die Stunde. So, jetzt ist das Gameplay schon vorbei, aber ich hänge noch irgendwie irgendwas dran. Man muss mal gucken, was man da noch so dranhängt. Ich finde es vollkommen maßlos überzogen und ich hätte aber, glaube ich, auch wegen 5 Euro nicht so rumgehampelt und so ein Käse. Und ja, es würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht und ob ihr da irgendwie schon was dazu gehört habt. Also ich muss dazu halt sagen, ich habe ja viel
geguckt, ob ich da irgendwas finde, so im Internet. Und da kam halt relativ viel. Dann habe ich noch das Video auf einer Facebook-Seite von einem Schulfreund der Parallelklasse gesehen. Und ja, da habe ich halt dann gesehen, dass es ja jetzt doch schon im Internet ist und sehr populär oder beziehungsweise verbreitet ist. Und da wollte ich einfach mal fragen, habt ihr schon davon gehört? Ich weiß nicht, angeblich soll es sogar schon im Fernsehen gekommen sein. Ich gucke mal, ob ich noch einen Bericht rausfiltern kann. Klickt auf den Link. Ich werde dann noch dazu schreiben, wie viele Dinge es das geht, wie viel, blub, um welche Uhrzeit das war. Und ansonsten, denke ich, habe ich jetzt nicht viel zu sagen. Der Upload-Kalender für diese Woche, das Video heute müsste am Dienstag kommen, wenn ich es nicht verpeile. Und am Donnerstag kommt dann das erste FIFA-Video. Ich wollte das eigentlich heute schon aufnehmen, aber leider spinnt ja mal wieder FIFA EA. Und ja, zudem bin ich jetzt wieder recht fröhlich, dass ich wieder DayZ spielen kann. Nur kann ich es doch noch nicht, weil ich brauche noch einen Link von einem Freund, der ist aber schon den ganzen Tag nicht online gekommen und das pisst mich ein bisschen an. Der kommt jetzt bestimmt wieder so um 20 Uhr online und da kann ich natürlich wieder nicht, weil der liebe Max hier natürlich gestern wieder bis von 24 Uhr bis 4 Uhr nochmal durchgehend Englisch gelernt für die heutige Prüfung. Ja, die ist voll in die Hose gegangen, aber ey, was soll's. Auf jeden. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Klatscht eure Meinung in die Kommentare. Ah ja, und wie schon gesagt, Donnerstag FIFA und Samstag kommt dann nochmal COD. Also da kommt dann die Moab. Und danach kommt nochmal, also gegen Montag dann, kommt MW2. Das wurde sich auch gewünscht. Da gehe ich natürlich drauf ein und mache das natürlich. Und dann kommen nochmal zwei Videos und dann müsste Black Ops schon da sein. Man könnte sich jetzt das doch konsequente, nein, durch ausgeklügelte Rechnungen durchrechnen, dass FIFA 3, FIFA, Quatsch, Black Ops 2 erst am 24. kommt. Das heißt, an Heiligabend kriege ich es dann und das liegt an einem einfachen Grund. Ich habe mir gedacht, lässt es dir einfach schenken. Du willst eigentlich eh nicht so großartig viel zu Weihnachten. Und so spare ich mir erstens Geld für Club und für Saufen und ja, so haben wir ja irgendwie alle was davon. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ihr jetzt kaum noch Videos kriegt, aber sobald halt dann Black Ops 2 ich endlich habe, gibt es halt dann noch mehr Videos, würde ich mal sagen. So, jetzt werde ich mir mal die Gedanken machen, was ich da so für Clips hinterlege oder was auch immer. Vielleicht seht ihr auch nur ein kleines Bild von meinem Penis. Das war's jetzt schon wieder von mir. Klatscht eure Kommentare in die Meinung und wenn es euch interessiert, guckt euch die Links in der Beschreibung an. Ich weiß, auf Lesen haben die meisten von euch keinen Bock und dann guckt einfach das YouTube-Video. Das YouTube-Video kann ich nur sehr empfehlen, da geht es auch noch um zwei andere Themen. Also es ist jetzt nicht so der Großeinsatz, aber ich dachte, hey, wenn das schon so viel im Internet ist, dann möchtest du doch wenigstens mal ein bisschen gerade stellen. Also wie schon gesagt, es war keine Leibesvisitation, es wurde einfach nur halt unter Kleidungsstücke ge geguckt und es wurde aber keine Körperöffnung durchsucht, das ist ein völliges Gerücht. Und ich denke, so tut man auch ein paar Verantwortlichen ja, was Gutes. Vermutlich werde ich irgendwie nächsten Montag in der Schule von Reportern abgefangen, weil sie mein Video gesehen haben und pipapo oder irgendein Schulleiter hat das Video gesehen oder so oder so oder so. Sollte das mein Schulkollege sehen, wage es nicht, das an die Schulleitung weiterzugeben. Ich glaube, er weiß, wer gemeint ist. Das Gute ist, es geht so an alle. Also tut das nicht. Servus Leute. Maxi's over and out.